hörte später, dass er besiegt wurde. Und dass diese Steine in der Höllenschmiede zerstört wurden. Alle, bis auf einen. Ich hab versagt, Tyrael. Ich konnte nicht tun, was ihr da... Ich konnte die Pforte nicht durchschreiten. Vergebt mir, Tyrael. Vergebt mir. Arius, gebt mir den Stein und alles ist vergeben. Gebt ihn mir, Marius. Nehmt ihn. Nehmt ihn, nehmt ihn. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist, Tyrael. Seht, was der Stein mir angetan hat. Ihr habt nicht versagt, alter Mann. Ihr habt genau das getan, was ihr tun solltet. Indessen, ich bin nicht der Erzengel Tyrael. Das habt ihr gut gemacht, Marius. Ich denke, nun sollt ihr euren Lohn erhalten. Womit habe ich das verdient? Die Tore von Secheron stehen schon seit undenklichen Zeiten
und du wirst sie jetzt nicht durchbrechen. Entferne deine üblen Dämonen von unserem Land. Wir stehen auf der Seite des Lichts. Niemals sollst du den Berg Ariad erreichen und niemals das finden, was du suchst. Ich werde deine Position überdenken. Sind die Bedingungen nicht akzeptabel? Und damit herzlich willkommen zurück bei Diablo 2 in Akt 5 in Lord of Destruction. Herr der Zerstörung. Und ja, in der letzten Folge haben wir todesmutig uns Diablo gestellt. Und haben souverän Räuber und Gendarme gespielt. Mit einem jammernden und heulenden Buddha, einem sterbenden Begleiter, war diese Folge doch eher... Also ich habe mir vorhin nochmal kurz mal reingeguckt gehabt, um ein bisschen aufzufrischen, das ist ja schon ein bisschen her. Also ich glaube über eine Woche, eine Woche habe ich jetzt nicht aufgenommen, oder? Weiß ich jetzt ja nicht. Nee, ja noch ein bisschen mehr. Und ich muss sagen... Mich hat's erheitert, wie ich denn immer so, naja, wie auch immer. Ich muss aber sagen, dass mich trotzdem dieser Piss ankotzt, dass mit diesem Schlagen, wenn ich nicht treffe, kann ich niemanden schlagen. Das sind Frustmomente, die ich in meinem Leben eigentlich nicht brauche. Ich möchte eigentlich keine Spiele spielen, die so frustrierend sind, so was wie Dark Souls oder so was. Wisst ihr, so, das sind alles so eine Sachen, die, könnte ich nicht spielen, weil das Leben an sich ist schon sehr frustrierend. Man muss jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen, für, ich sag mal, einen Hungerlohn, dass man gerade so über Runden kommt. Und dann möchte ich nicht noch irgendwelche Spiele spielen, die mich dann noch mehr frustrieren. So, wie sieht denn der Stand der Dinge aus? Wir haben nichts. Wir haben einfach mal nichts mehr. Wir haben hier, das ist der klägliche Rest von allen. Und wir gucken uns jetzt mal um. Ich weiß ja nicht, wo sind wir denn hier? Wo ist denn meine Karte? Wir sind in Harrogard. Naja. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Wegpunkt. Was ist das hier? Hier ist mein privater Goldschatz. Ich habe ja schon Sachen gefunden. Ich hab Sachen gefunden. Aber ich kann mit den Sachen irgendwie... Oh, ich habe doch noch ein paar Tränke gesammelt. Ich habe zwischendurch nämlich nicht gespielt gehabt. Weil mein Hauptaugenmerk im Moment woanders liegt. Bei einem anderen Spiel. So, wer bist du denn hier? Larzuk. Tag. Ich geh mal dich daran, wa? So, reden wir mit dem Einführung. Ich bin Lazuk, der Schmied. Meine Vorfahren gehörten zu den besten Handwerkern von Harrogard.
Leider schwinden meine Vorräte mit jedem Tag, der vergeht, doch die Dämonen vor den Mauern wurden noch kein bisschen schwächer. Ich fürchte, der Tag ist nicht mehr fern, da ich meinen Hammer hinlegen und stattdessen zum Schwert greifen muss. Naja, das will keiner, nee, Krieg. Nilataks Verzweiflung ist ansteckend. Und sein Verhalten ziemt sich nicht für einen Ältesten seines Standes. Ich finde, wir wären ohne ihn besser dran. Aber die Einführung war schon cool gewesen, wie der da zersplittert ist. So. Nicht, dass ich die Dude heiße, aber... So, du bist hier. Was bist du hier für einer? Oh, der macht... Was ist das, Schwein? Wir kommen nachher wieder. So, wir gucken uns mal um. Wo ist Deckard? Ist Deckard hier irgendwo? Wer ist er? Tja, durch die Belagerung herrscht Mangel an allem, nur nicht an Narren. Warum sucht ihr diesen Ort, Fremdling? Seid ihr ein Leichenfledderer, der unsere gefallenen Krieger plündern will? Wie auch immer, dies ist nicht der Ort, euch einen Namen zu machen. Es ist unsere Aufgabe, den Berg zu beschützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Legionen der Hölle besiegt sind. Wir haben doch aber schon einen Namen. Oh ja, ich erinnere mich noch, wie unsere Krieger Kinder waren. Mala hat ihre gebrochenen Knochen gerichtet und ihnen Pulver gegen das Fieber gegeben. Nun kommen sie mit Wunden zu ihr, die niemals heilen werden. Ich bin müde. Bitte lasst mich allein. Ah, er hat nur Glücksspiel hier. Dachte, der hat hier irgendwie noch... Deckard! Ich bin überrascht, dass dieser Ort so unberührt ist. Alles andere auf dem Weg von Baal, dem Herrn der Zerstörung, liegt in Trümmern. Diese Barbaren müssen wahrhaftig die legendären Wächter des Berges Ariad sein. Es ist ein stolzes, zähes Volk. Rechnet nicht mit einer herzlichen Begrüßung. Die wird Fremden hier selten zuteil. Vielleicht kann ich ihr Vertrauen erringen. Ich werde etwas Zeit mit den Bewohnern des Dorfes verbringen und versuchen, sie besser zu verstehen. Ich lasse euch wissen, was ich herausfinde. Neue Stimme hatten wir, glaube ich, schon zum Ende von dem anderen gehabt. Bei der Höllenbrut ist Größe kein Maßstab für die Bedrohung. Dämonen, die halb so groß wie Menschen sind, können mit einer Geste töten und die Rudel der Höllentiere trampeln alles in ihrem Weg nieder. Mit diesem Horad... Passt überhaupt nicht. Das... Ich bin Quarkeek, der oberste Waffenträger von Harrogath. Ihr habt das Äußere eines Kriegers. Ein weiterer Soldat kann uns nützlich sein. Aber erwartet nicht, dass jemand um euch trauert, solltet ihr fallen. Baal bleibt seinem Namen treu. Er hat unser Land verheert wie eine unbarmherzige Pest. Der Schutzwall unserer toten Ältesten hält das Böse noch ab. Doch Baals Belagerung hat dennoch ihren Preis gefordert. Die meisten meiner Männer sind gefallen, andere sind in den Gebirgspässen gefangen. Aber ich schwöre, wir sind noch nicht geschlagen. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um diesen Berg zu beschützen. Was so wichtig an dem Berg? Kriegt man das hier irgendwo mit? Durch Baals Belagerungsmaschinen haben wir viele bestens ausgebildete Krieger verloren. Ihre Reichweite ist enorm. Aber sie sind verwundbar, wenn man die Entfernung schnell genug überwindet. So, die Frage ist ja... Warum weiß keiner, warum haben wir uns noch keinen Namen gemacht? Ich meine, wir haben immerhin die Diablo, Mephisto, Niederjährung, Andariel, Duriel, dieser Wurm. Wer ist er denn? Eine Assassine? Guten Tag. Ach nee, ist eine Frau, Mala. Ihr seid weit gereist, nur um zu uns zurückzukehren, Barbar. Vieles ist seit eurem Aufbruch in Harrogath geschehen. Da das Böse aller Orten herrscht, ist unser Heimatland kaum wiederzuerkennen. Doch ist es mir gelungen, bis jetzt zu überleben. Ich bin sicher, ihr habt ebenfalls euer gerüttelt Maß an Leid gesehen. Euch lebend wiederzusehen, das tut meinem Herzen wohl.
Ich werde beten, dass ihr uns von dieser Hölle erlösen könnt. Nilatak ist der letzte Überlebende des Ältestenrates. Aber ich fürchte, in letzter Zeit ist er nicht mehr er selbst. Die anderen Ältesten haben sich selbst geopfert, um einen Schutzwall um Harrogard zu erzeugen. Wenn Nilatak unfreundlich zu euch ist, liegt das nur daran, dass er sich die Schuld an unserer Situation gibt. Es gefällt ihm nicht, immer mehr Leute in den sicheren Tod zu schicken. Seit eurem Aufbruch hat sich so viel verändert, dass ich in diesem Leben wenig Hoffnung für uns sehe. Wenn ihr Heilung oder ein Elixier braucht, bitte kommt zu mir. Waffen, Rüstungen und Reparaturen bekommt ihr bei Larsuk. Nilatak könnte trotz seiner Vorbehalte bei der Beschaffung anderer Waren von Nutzen sein. Und Quakek schließlich, unser Waffenträger, führt die letzten Streitkräfte von Harrogard gegen Baal. Wir sind aus diesem Land und die behandeln uns hier wie einen Fremden? Nur sie ist die Einzige, die erkennt, dass wir hier zu dem Volk gehören? Okay, das ist ein bisschen strange. Das ist ein bisschen verrückt. Mit Ausnahme von Quakek sehen die Leute in der Stadt nicht, was ich sehe. Das Massaker, das uns erwartet. Unsere tapfersten, stärksten Helden kommen zu mir gehinkt und betteln um Hilfe. Ich tue, was ich kann. Manche heile und verbinde ich, andere bereite ich auf das Jenseits vor. Die Musik gefällt mir. Der Soundtrack ist cool hier. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben... Mit dem haben wir ja gerade gequatscht. Abend. So, wie machen wir denn hier noch? Hier, Deckard, Nilatak. Haben wir mit dem auch schon geredet? Ja. Larsuk. So, was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Habe ich überhaupt eine Aufgabe? Nee. Warum nicht? Was? Okay, mit mir redet jetzt ja keiner. Guten Abend. Tja, dann müssen wir wohl raus und gucken. Und mal, war ich da unten schon? Ja, ich glaube, da unten war ich schon. Dann gehen wir jetzt erstmal schnetzeln. Dann gucken wir mal. Die Zeit ist gekommen, meine Heimat zu befreien. Das blutige Vorgebirge, okay. Die rennen immer weg, weil der so ein Ding auf der Picke hat. Junge, Alter, wie kann man denn nur so oft daneben schlagen, ey? Ich treffe hier überhaupt nichts. Achso, ich habe ja hier immer den hier. Dann nimm mit hier irgendwas. War hier nicht Gold gewesen, ja. Mm-hmm.
Ich treffe hier nichts, Alter. Ist das normal, dass man hier so wenig trifft? Oder habe ich hier irgendwas skillmäßig hier irgendwas nicht richtig? Kann ich so oft daneben schlagen, hör mal. Ist ja mehr als vorher. Mal trifft er nicht. Meine mal mehr Leute hier, wa? Oh, guckt euch mal das hier an, ja. Diese Folterwaffen, diese Belagerungswaffen. Krass. Das ist schon heftig, Alter. Das sieht schon übelst nice aus. Muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Das sieht schon richtig nice aus. Also, was sie hier mit dem Ganzen gemacht haben, das ist gut. Schon wieder keinen Heiltrank genommen, oder was? Cool hier so mit diese Abgründe hier. Du kannst da auch was machen da, du Eumel, da sind noch mehr Gegner. Profitiert der auch noch da? Was ist denn das hier, Mensch? Warum läuft der denn da nicht? Diese Daneben-Schlage geht mir auf den Zeiger. Mal hier ein bisschen um hier, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier irgendwie noch die Leute brauchen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die Dinger hier zerstören müssen.
Weil die gehen ja jetzt alle da hoch, ne? Sieht jedenfalls so aus. Gut, jetzt haben wir da drüben noch ein Wetter, aber ich glaube... Da wird nicht viel sein, oder? Ein paar Gegner noch. Nichts mit bei, was man hier brauchen kann. Gut, naja, dann haben wir jetzt hier alle so weit, wie ich gesehen habe. Dann können wir ja jetzt nach oben durchwatscheln. Warte, 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 hier ist noch ein Heiltrank. Das ist gut, Heiltränke brauchen wir ohne Ende. Alter Junge. Sehr gut. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alles ja nicht. Kommt weg da mit dem Piss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hirschbogen. Hirschsalami kenne ich ja. Sehr gut. Läuft doch. Immer drauf da. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Naja, du kannst doch einen jetzt nicht. Junge, Junge, hier ist ganz schön was los, oder? Ganz schön weitläufig hier. Ah, ah.
So, wieder geil. Der Gefährte findet wieder nicht. Die finden alle hier irgendwie nicht den Weg nach hier unten. Und ich denke dann so, ich kann nicht noch mehr tragen. Schlicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. 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 Alter, ich kann ihn noch ein bisschen auf den Sack gehen, war mit diesem Ganzen. Ich kann ihn noch mehr tragen. Also, das ist schon. Boah. Haben wir hier irgendwie was vergessen? Lass mal hier runter gucken. Da drüben ist noch was, aber. Oh. Ich kann nicht noch mehr tragen. Komm mir so vor wie so ein Schattenbox-Simulator teilweise. Weil einfach mal zu viel. Geht einfach mal da durch. Was soll das? Er schlägt einfach zu oft ins Leere. Ich kann zwar jetzt die Frage stellen, wie kann man das ändern, aber im Grunde, ja, ich sag mal, für das Let's Play wird es wahrscheinlich nichts mehr bringen. Weil ich habe nämlich jetzt vor, dieses Kapitel zu beenden und dann ist Diablo 2 zu Ende. Aber würde mich trotzdem vielleicht für nächste Generationen, die hier zugucken und das mitlesen, was mein Fehler ist, sagen wir mal so. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich will mir doch nicht zeigen. Ja, doch, ich gehe es. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ah.
Ich kann nicht noch mehr tragen. Nochmal Geld. Wie weitläufig das hier ist. Krass. Junge, lass sie da oben doch in Ruhe. Hallo, ich bin hier unten. Das ist wie mein Vater, der immer rumjammert, dass er alleine ist, obwohl ich im Zimmer bin. Oder ein Zimmer weiter. Den muss ich dann immer rufen. Dann kriegt er mit, dass ich da bin. Und dann ist wieder Ruhe. Furchtbar. So, jetzt habe ich hier dreimal zugeschlagen, nee, einmal getroffen. Das ist. Ich kann nicht noch mehr tragen. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Oh, wir sind ja schon bei 37 Minuten. Ja. Gut, der Herne hier erstmal Cut machen. Ich weiß ja nicht, wo wir hier hin müssen. Nee, einmal getroffen gerade. Ich komme mir vor wie so ein bekloppter Dude, der einfach nur so mit einem Holzschwert irgendwie auf die Leute draufklappt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist das Einzige, was er kann. Nicht mehr tragen. Ja. Aber wo ist denn hier der Schluss hier von dem Ganzen? Wenn ich das wüsste. Die Gruppe mache ich noch und dann machen wir mal hier erstmal einen Cut. Oh, Quest wurde aktualisiert. Was wurde hier aktualisiert? Nee, dann muss ich noch. Ich drück mir hier einen Wolf, Alter. So, warte mal, ich muss mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt hier? Tötet. Schenkt den Aufseher. Machen wir noch. Wo immer der ist. Da ist der Aufseher, ich sehe ihn gerade. Eckiger Schild, oh, das ist gut. Guck ich mal, was ich hier rausschmeiße. Die Belagerung ist vorbei. Nimm mal den eckigen Schild mit. Halt's ab! Junge, bleib ruhig! Ding machen wir auch noch kaputt.
ist noch ein Heiltrank, ein Mana-Trank. Brauche ich nicht. So, die Frage ist ja jetzt, ist hier auch irgendwo ein Portal? Ist hier irgendwo ein Portal? Was sollen wir überhaupt jetzt machen? Lazuk. Wir gehen mal doch hier kurz hoch, oder? Da! Oh, ich hab schon wieder eine neue Aufgabe. Okay, was ist jetzt wieder? Finde die Soldaten im Eishochland. Okay, gut. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. In der nächsten Runde geben wir dann die Aufgabe ab. Und ja, dann sehen wir uns hier in alter Frische wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.